Folge 43, Ocarina of Time, die Folge, in der wir alles einlösen. Zum Beispiel diesen goldenen Skulltula. Den wir auch so hätten einsammeln können. Den wir jederzeit hätten einsammeln können, aber wir sind ja gar nicht deswegen rausgegangen. Ich erwähne gar nicht mehr, dass wir gestorben sind, sondern wir sind rausgegangen aus dem Tempel. Aber ich will wissen, warum die scheiß Vogelscheuchenpolka nicht funktioniert. Das weiß niemand. Die funktioniert aus irgendeinem Grund nicht, haben wir eben schon in der Pause festgestellt. Aber haben jetzt einen Platz gefunden auf dem Schiff, nämlich direkt vorne am Bug, wo man auch so rankam. Und der Schattentempel hat keine goldenen Skulpturen. Ja, wir haben sie alle. 100% Let's Play. Die Köln Trapsen, sehr schön. Auch wenn wir das ja gar nicht vorhatten. Ja. Jetzt zurück zum Boss. Mit größerem Köcher. Mit allem. Mit vollen Feen bis oben hin. Okay, wir haben nicht ganz volle Herzen, aber mein Gott. Gibt Schlimmeres. Kriegen wir noch hin. Drei Feen dabei und größer Köcher, 40 Pfeile. Ein Fabian, der hochmotiviert ist, sich diesmal nicht wieder zum Affen zu machen. Gotcha! Und außerdem dem Wissen, dass unsere heutige Aufnahmesession nach dieser Folge enden wird und es ziemlich ärgerlich wäre, wenn wir in die nächste Aufnahmesession einen Bossfight rübernehmen müssten. Ja, vor allem nochmal den ganzen Scheiß mit den... Richtig. Weil das jetzt nachgehen war schon nicht sehr gut. Ja, es war jetzt ein bisschen ärgerlich. Das hättest du auch gleich beim ersten Mal schaffen können. Mit ein bisschen mehr Skill. Hey, komm, knutsch mit mir. Ja, da hast du das letzte Mal Glück gehabt. Letzte Folge, da ist einer von den beiden runtergefallen, während du gegen den anderen gekämpft hast. Muss mal gucken, ob du da wieder so viel Glück hast. Ja, fast. Naja, wenigstens hast du einen mal schon mal weg. Und der andere will Ärger. Und er will noch mehr Ärger. Es ist so schön. Jetzt brauchst du noch einen Treffer und dann ist er tot. Ach komm, Schatzi, das Boot sinkt gleich. Ja, hast du. Sehr schön. So. In den Töpfen ist, sind keine Herzen drin, oder? Doch, kann sein. Deswegen haben wir da einfach drauf. Dann machst du doch mal kaputt. Ah, Pfeile. Gut, dass wir jetzt wieder volle Pfeile. Mist. Herzen wären besser, liebes Spiel. Gar nichts. Das nur ist Luft. Unerfreulich. Aber wir haben ja jetzt hier auf der rechten Seite unseren Herzblock. Das ist eine Geistervase, die nicht kaputt geht. Wuhu! Ja. Pfeile. Nochmal Pfeile. Also das Spiel sagt uns schon, dass es gerne mit Pfeilen den Endgegner besiegt haben würde. Ja. Aber auch hier wird es nicht funktionieren. Oh, diese melodische Polka. Tja, hat leider nicht funktioniert. Müssen wir wahrscheinlich nochmal in der Zukunft... bei der Vogelscheuche das Lied spielen, dass sie sagt, ey, okay, ich folge dir überall hin. Mhm. Hätten wir mal machen müssen. Ja. Naja, egal. Wir haben es auch so geschafft. Also mit dem Skulltula. Ja, immerhin. Das war das Einzige, was zählt. Jetzt die zwei blöden Herzen, die sind uns doch egal. Ja. Scheiß drauf. Wer weiß, wie viel ich noch verliere, wenn ich hier runtergehe, ne? Ja. When you're going down. Jetzt bleib erstmal wieder stehen, ganz in Ruhe, sehr gut. Rüber zur Tür. Ist ja Gott sei Dank schon aufgeschlossen, wir waren ja schon mal hier. Jetzt ziehe ich mal kurz die normalen Stiefel an, ob der gleich in den Abgrund läuft oder ob da irgendwo was anderes ist. Gucken wir mal hier lang. Ist noch irgendwas zum Einsammeln? Nee, ne? Sieht nicht danach aus. Okay, dann ziehe ich mal zum Spaß Eisenklopper an. Vielleicht falle ich gleich durch die Bongo durch. Nee. Hab mir nur die Beine gebrochen. Ja, so, mein Gott. Ist auch passiert. Okay. So, Bongo Bongo. We dann, meet again. Ja. So trifft man sich wieder. Ja, aber die Gleitstiefel machen es halt einfacher, weil man dann nicht die ganze Zeit so hoch springt, sondern nur rumgleitet. Einmal, genau. Mal sehen, ich brauch die, den. Das war's eigentlich noch. Ne? Pfeile brauchst du das? Ja. So, und jetzt versuch etwas besser auszuweichen in solchen Momenten. Ja, das hätte zum Beispiel schon mal besser klappen können. Oh, Kamera, echt. Fabian, das geht schon wieder los. Ja!
Es sieht schon wieder genauso aus wie letztes Mal, was du hier machst. Na gut, ich bin mal nochmal gnädig. Ich nicht. Ich bin schon total angepisst. Weg. Mit diesen Scheißstiefeln kann man nicht ausweichen. Es ist echt... Vielleicht solltest du dann die Stiefel nicht durchgängig tragen. Hau ihn doch. Nein, weg. Ja, doch, das hat sogar noch geklappt. Wahnsinn. Okay. Schieß, schieß. Ja, und schlagen, 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 schlagen. Das war sogar ein Schlag mehr als normalerweise. Da liegen überall Pfeile. Ich hätte die vielleicht zwischendurch mal eingesammelt. Weg. Oder auch nicht. Krass, wie oft das jetzt doch noch klappt. Ja, schlagen, 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 schlagen. Schön. Fabian ist pissig. Wenn das deine Leistung immer so verbessert, dann bin ich da voll dafür. Ja, top. Und ran. Na, schade. Ja, nimm die Pfeile mit. Sehr gut. Die kannst du gut gebrauchen. Und weg. Ja. Gutes Timing. Schön, 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 schön. Oh, wo dreht denn der sich jetzt hin? Bleib stehen! Ja! Ja! Ohne eine Fehde, es hat auch gleich... Ja! Ich hab's doch gesagt! Wenn wir da nochmal reingehen, dann ohne Feen. Brauchen wir nicht. Feen brauchen nur Pussys. Wir sind ja keine Pussys, wir sind Sieger. Das war aber bisher immer so, ne? Ja, das war bisher immer so. Also immer das eine andere Mal, wo wir das Problem hatten. Oh, er wird... Zweite Form. Oh no! Naja, jetzt wird's schwerer. Oh no! Überall Pfeile und magische Energie. Mhm. Ja, ich kann ja schon mal sagen, was in den Folgen jetzt passiert. Also nach dem Tempel müssen wir jetzt ein bisschen Zeitreise-Action machen. Zwischen den Epochen immer hin und her springen. Habe ich kein Problem mit. Und davor werden wir uns halt noch die... Also bevor wir den nächsten Tempel machen, werden wir uns noch ein paar Zauber holen. Und ja, ich glaube mehr Action machen. Also so Nebenquests à la Herzteil und so brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir haben ja auch an sich genug. Ja. Also, so. Maximal könnten wir bloß noch eine Flasche gebrauchen. Ja. Aber um die zu holen, müssen wir halt die Geister immer suchen. Und das ist echt eine langwierige Sache. Eignet sich für Let's Play nicht wirklich. Mhm. Deswegen würde ich das auch erstmal auf Halde machen. Nice Clipping. Mhm. Sehr schön. Na, da hat aber jemand stramme Beine. Oh ja. Die Kreatur des Bösen wurde bezwungen, den Fluch vom Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Spielkit. Denn ich bin nicht allein Prinzessin Zeldas Vertraute, sondern auch jene Weise, die über den Tempel wacht. Hast du nicht gut gemacht. Nee. Lief scheiße für dich bisher. Die Shikas waren seit Generationen die getreuen Diener des Königgeschlechts von Hyrule. Jedoch, den Tag genau vor 7 Jahren, griff Ganondorf das Schloss an. Wir waren dabei, wissen wir. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hylias König. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich, den bestgültigen Schatz der Königsfamilie, die Ocarina der Zeit, haben wir aber schon davor entführt. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorfs zu bewahren. Nur mal eine kurze Frage. Wenn die Ocarina die ganze Zeit in unserem Besitz war und wir in diesem Tempel die ganze Zeit waren, wo die Weisen überall hin können, warum haben die Ocarina nicht einfach dahin gebracht? Keine Ahnung. Okay. Weiß ich nicht. Als ich dich damals bei unserer Flucht aus dem Schloss sah, warst du nur ein kleiner Junge. Jetzt ist aus dir ein stolzer Held geworden. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Ist sie nicht immer noch bei Ganondorf? Schon bald wirst du Prinzessin Zelda sein, von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Sie wird dir alles erklären. Na dann? Dann, wenn die 6 Weisen den Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist. Gehe nun, stehe Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite. Müssen wir auch so einen lustigen Schal immer um den Mund rum haben? Ja. Ja, okay, gut, wollte ich nur fragen. Dieses schicke, sicherlich... ganz besondere Amulett.
Na, gib mal her. Wonderful. Natürlich, die klassische Pokémon-Farbe für Geister und Psycho und Gift. Und Gift, genau. Also passt auch zum Schattentempel. Sehr schön. Weil schwarz wäre ein bisschen doofes Amulett gewesen. Das sieht blöd aus, ja. Sehr gut. Sie überträgt uns ihre Kraft, aber macht uns nicht stärker. Naja, das ist mehr so im übertragenen Sinn. Du darfst das nicht immer alles so wortwörtlich. Aber das wäre echt gut, wenn das schwer... Ich meine, in Wind Waker wird es ja so. Jedes Mal, wenn wir einen Tempel machen, wird unser Schwert stärker. Es fängt an zu leuchten, es klappt aus, wird länger. Sichtbarer optischer Progress ist eigentlich eine schöne Sache. Ja, und Schaden wird auch erhöht. So, das haben wir erledigt. Das war der Schattentempel, Leute. Souverän gelöst. Mensch, oh, wir haben noch Zeit, cool. Ja, haben wir. Das ist nicht wieder eine Schnippelfolge gewesen, ne? Nö. Bisher lief ja alles reibungslos. Okay, dann lass mal. Guten Tag. Lass mal schnell überlegen, was ich jetzt mache. Okay. Und dann können wir du ja. Du hast eine Idee. Ich habe eine Idee. Die setzen wir um. Ja. Dann reiten wir doch mal mit Epona. Gehen Westen. Gibt's da was Neues? Ja. Sehr schön. Westen. Ja. Ja, im Westen waren wir noch gar nicht. Das ist tatsächlich mal neu. Hier haben wir alles gemacht im Dorf. Im Großen und Ganzen. Waren wir jetzt schon auf dem Dach? Um Gottes Willen, keine Ahnung. Das müsste doch gehen eigentlich. Geht aber nicht. Doch. Haha. Es geht mit dem Enterhaken. Weil da könnte man jetzt ganz leicht noch ein Herzteil abgreifen. Was? Wenn man nicht gegen Wände rollt. Dann mach das doch nicht. Okay. Danke, Dennis. Ah, ich gebe doch gerne Tipps und Hinweise. Ich weiß. Und auch sehr hilfreiche, sag ich an. Hey, Nase. Hi. Hey, Alter. Geh mit uns. Gib uns einen Teil. Oder hey. Wir schlagen dich. Ah, jetzt. Hey, schön, dich wiederzusehen. Ich gebe dir dieses Erinnerungsstück. Okay, das war wirklich einfach. Ja, aber komm erstmal rauf, dass du... Das war aber nur so ein Viertel, ne? Jetzt brauchen wir noch eins. Ein viertes Viertel. Haben wir schon drei Viertel gehabt? Ja. Ja, cool. Wüsste ich noch auf dem Weg irgendwo ein drittes Viertel? Ja, viertes Viertel? Viertes. Nee. Gerade weiß ich keins. Also in der Hylia-Steppe sind natürlich noch ein paar verborgen, unter Steinen etc. Aber da ich es jetzt nicht genau weiß, will ich nicht wirklich alle absuchen. Ja, das können wir demnächst mal irgendwann machen, wenn uns langweilig wird. Ja. Also noch langweiliger. haben wir wieder gelacht. Ich lieb Zelda, du nicht. Das ist dieser Witz, der wird nie schlecht, der wird nie alt. Oh Gott. Wunderbar. So, nach Westen wollten wir. Ja. Geist. Das wäre jetzt einer von den Geistern, die man abschießen muss, sammeln und dann dem Geisterhansel bringen. Und wenn man alle Geister gefangen hat, ich glaube es sind 10. Das sind echt viele. Dann kriegt man die Flasche. Ich könnte mich natürlich auch irren und dass man die bei der nach dem ersten bekommt. Wahrscheinlich irrst du dich. Ja, Epona, ja, alles okay. Bis neue Karotten gewachsen sind, dauert es immer kurz. Genau. Ihr kennt es selbst von eurer Karottenzucht auf dem Balkon. Ja, das dauert halt auch mal 5 bis 10 Sekunden, bis da die Karotten wieder nachwachsen. So, jetzt sind wir hier westlich von der Hylia-Steppe. Wollte ich? Nee. Okay. Hier sind so Steine. Nee. Ja, ja. Die können wir auch alle zerhauen und kaputt machen. Mit dem Hammer dann, oder was? Genau. Aber wir wollen natürlich ins nächste Gebiet. Wir wollen Progress. Ach, das Gerudetal. Sehr schön. Brillante Musik im Gerudetal. Ja. Mag schon ich auch schön, sehr gerne. Ist mit meinem Lieblingslied von Ocarina of Time. Ist schon auf jeden Fall sehr stylisch. Ist halt auch mal wieder ein anderer Stil, also als die anderen Songs.
So, was wollen wir denn da jetzt? Also, ich meine, wir wollen ja Richtung Schloss von Ganondorf. Nein. Nicht? Wir gehen jetzt zu dem... Aber der wohnt doch da irgendwo. Ist doch ein Gerudo. Nee, ja, es ist ein Gerudo, aha, aber... Siehst du? Habe ich ja wohl recht gehabt. Ich würde dir gerne zustimmen, aber nein. Das lässt sich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich verstehe schon. Mann, okay, dann war es eben nicht hier. Was hast du jetzt gesucht? Noch das andere Herz, ist das dann hier? Von da hinten, ne? Ja, natürlich, da muss es ja sein. Ach, egal. Ja, bevor ich jetzt hier wieder lang rumsuche, backtracke und so, dann können wir auch... Ja, einfach mal weitergehen. Einfach mal weitergehen. Wir haben auch vor 10 Minuten noch gesagt, wir brauchen gar nicht mehr Herzen, wir haben ja schon genug. Ja, aber es ist halt immer die Gier, ne? Ja, es ist natürlich, will man immer mehr haben. Er ist der Handwerkermeister. Den wir aus Kakariko kennen. Es waren Gerudos, die die Brücke zerstört haben. Gemeinheit. Ich will sie reparieren, aber meine Leute sind verschwunden. Vielleicht sind sie alle in den Abgrund gestürzt. Mhm. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Sie wollten lieber in die Gerudo-Festung gehen, um Diebe zu werden. Okay, ich werde lieber Dieb. Wenn du schon in die Festung gehst, kannst du herausfinden, was meine Jungs dort tun. Na, wahrscheinlich Sachen stehlen, wenn sie Diebe werden wollten. Und das ist halt das Lustige, diese Quest von wegen, finde meine Handwerker, sie sind vier, sie sind verstreut. Hast du, glaube ich, in 3 Spielen mindestens? Ja, es ist auch ziemlich simpel, die Idee. Ganz froh sein, dass du nicht 20 so eine Quests machen musst. Oh, über 200. Mm. Ah, oh, yeah. Das hatten wir lange nicht. Das hatten wir lange nicht. Wo bist du? Ich höre dich doch. Kikiriki. Ich hab dich gehört. Ich weiß genau das Stück. Ah, jetzt startet die Musik wieder durch. Diesen spanischen Tango-Klängen so ein bisschen. Ja, mit den Castagnetten. Hola, hola. Percussion. Egal. Perkussionsklänge. Was sind Perkussionsklänge denn? Naja, Percussion-Instrumente sind ja diese typischen so Kastagnetten und Klanghölzer und sowas. Und wenn du davon die Klänge meinst, dann sagst du das Wort plus Klänge. Ah. Ja. So. Beeindruckend. Jetzt sind wir in der Festung der weiblichen Gerudos. Die weiblichen Gerudos. Ja. Hallo. Es gibt, also, ich weiß nur von einem männlichen Gerudo. Und den kennen wir alle sehr gut. Der Chef. Halt! Bleib, wo du bist. Ja, sicher, ich würde dich niemals mit einem Schwert schlagen. Oh nein, du ins Gefängnis geworfen. Das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Das ist ja blöd. Weichei, hinein mit dir und halt die Klappe. Tja. Ja, wir sind gerade aus 8 Meter Entfernung auf den Boden geknallt, haben uns nicht wirklich darüber beschwert und die nennt uns Weichei. Ja. Das ist hart. Das ist hart. Da wissen wir, mit wem was da zu tun haben. Und wie es weitergeht. Erfahrt ihr in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Tschüss.